So, ich glaube, wir sollten jetzt weitermachen mit den Römerberg-Gesprächen. Die neue Lust an der Zerstörung oder wie die Demokratie ihre Fassung bewahrt. Heute Nachmittag werden wir uns auf den Teil dieses Buches konzentrieren. Die Frage in den Blick nehmen, wie krisenfest die demokratische Ordnung ist bzw. noch ist. Nehmen wir noch einmal das Beispiel der USA. Da könnte es die Anhänger der Demokratie ja vielleicht doch mit ein bisschen Hoffnung erfüllen, dass die amerikanische Verfassung und die demokratischen Institutionen dem Störfeuer des Präsidenten doch ganz gut zu widerstehen scheinen. Gerade in Zeiten der extremen gesellschaftlichen Spaltung scheint man sich auf die in der Verfassung hinterlegten Prinzipien verlassen und diese im Zweifelsfall auch vor Gericht einklagen zu können. Allerdings scheint eine solche Prinzipienreiterei die Polarisierung des politischen Diskurses nicht unbedingt zu mindern. Im Gegenteil, wenn alles immer grundsätzlich verhandelt wird, drohen doch die Fronten eher zu verhärten. Was also tun? Öfter mal strategisch reagieren, das jedenfalls meint unser nächster Gast, und der ist immerhin Verfassungsrechtler. Christoph Möllers lehrt öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Berliner Humboldt-Universität. Und apropos Strategien, Christoph Möllers hat im April der Rheinischen Post ein Interview gegeben, indem er auf die Frage, wie man für die Demokratie werben könne, antwortete: Wir müssen den Leuten um die Ohren hauen, dass das ihr Name ein sehr privates Problem, wenn das Ende ist. Damit kann man eine ganze Menge. Ja. Oder pflegt immer zu sagen, leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Verteidigung der Demokratie auf Lage hat, und ich bin gespannt, was er uns jetzt vortragen wird. Schön, dass Sie da sind, Herr Möllers. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Unsere politische Kommunikation, das ist sozusagen das, worum es heute gehen soll, verlangt eine anspruchsvolle Doppelbewegung. Einerseits muss sie prinzipiengeleitet sein und andererseits muss sie strategisch operieren. Einerseits muss sie Überzeugungen vertreten, die zu rechtfertigen sind, also das, was man vielleicht als Werte bezeichnet, Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit. Aber zugleich muss sie eben auch immer bedenken, dass diese Überzeugungen in einem genuin politischen Kontext operieren. Also in einem Zusammenhang, in dem es keine Prämie darauf gibt, Recht zu haben oder besser zu argumentieren, sondern in dem es immer nur darum geht, sich irgendwie auch, jedenfalls in akzeptablen Verfahren, durchzusetzen. Diese Notwendigkeit, sich durchsetzen zu müssen, scheint mir in der bürgerlichen Klage über den Populismus, wenn ich das mal vorausschicken darf, so etwas kurz zu kommen. So als könnte man eine funktionierende Ordnung sich ausdenken, die Minderheiten schützt oder eine, die rechtsstaatlich organisiert ist oder eine, die auf Sachverstand hört. Als könnte man sich eine solche Ordnung ausdenken, die all diese Qualitäten hätte, aber nicht von einer Mehrheit gedeckt wäre. Das scheint mir doch zweifelhaft zu sein. Der Schluss von der richtigen Einsicht darin, dass Mehrheiten Fehler machen können, falsche Entscheidungen treffen können, auf die falsche Einsicht, und von der richtigen Einsicht, dass Mehrheiten Fehler machen können, auf die falsche Einsicht, dass es richtige Ordnungen gibt, die gegen oder ohne Mehrheiten organisiert sind, ist halt irgendwie auch ein Fehlschluss. Nicht jede Mehrheitsherrschaft ist legitim, aber es gibt keine legitime Herrschaft, die nur von einer Minderheit getragen wird. Es gibt vor allem keinen funktionierenden Schutz von Minderheiten durch Minderheiten. Wer Minderheiten schützen will, muss immer um Mehrheiten werben. Was hat das mit meinem Thema zu tun? Ich kann mich in meiner politischen Orientierung nicht auf die Prinzipienleitung beschränken, sondern ich muss in gewisser Weise immer daran denken, was das bedeutet für so etwas wie Mehrheitsbildung, wenn ich mich auf Prinzipien beziehe, und ich muss in gewisser Weise deswegen auch immer strategisch argumentieren. Und vieles an der aktuellen politischen Klage über unsere Situation, also vieles an dem Leid, das wir empfinden über den Erfolg der AfD und so weiter und so fort, scheint mir ganz im Gegenteil eher so etwas zu sein wie Flucht aus der Politik, Flucht auch aus der Werbung für Mehrheiten, in der man sich dann halt nicht mehr die Frage stellen muss, und da kann ich auch so ein bisschen das Horn stoßen von dem, was Nicole Deitloff heute Vormittag gesagt hat, wo man sich halt nicht mehr die Frage stellen muss, was daraus folgt, dass ich dann doch am Ende mit AfD-Wählerinnen und Wählern im selben Boot sitze.
Die Frage kann ich mir dann sparen und beschränke mich dann darauf zu sagen, na, ich habe ja recht, ich glaube an Menschenwürde, Solidarität und so etwas. Diese Entwicklung würde ich sagen, und das ist der letzte Einschub, den ich mache, bevor ich dann zum eigentlichen Vortrag komme, diese Entwicklung zeigt sich halt in gewisser Weise auch in den Wahlergebnissen, etwa der hessischen Landtagswahl. Man könnte den Übergang von Wählern der Linken im weiteren Sinne, von der SPD zu den Grünen, nämlich auch wie folgt deuten. Man könnte sagen, mit diesem Wechsel wenden sich die Wählerinnen und Wähler, die zu den Grünen gegangen sind, bei allem Respekt vor den Grünen, aber immer auch einer Partei zu, die von Leuten gewählt wird, die mit der AfD die am wenigsten gemeinsame Anliegen haben. Wer sich zu den Grünen begibt, begibt sich in eine Partei, die immunisiert ist gegenüber den Anliegen der AfD. Anders als etwa bei der SPD oder bei der CDU. Das heißt, man entfernt sich in gewisser Weise von einem politischen Raum, in dem es eine potenzielle Schnittfläche gibt, weil gewisse Fragen, Migration oder andere Fragen, kulturelle Identität, im Grunde innerhalb des Rahmens einer Partei jedenfalls diskutiert werden können, und begibt sich in einen anderen politischen Raum, in dem man in gewisser Weise gar nichts mehr mit AfD-Wählern zu tun hat, gar nichts mehr mit diesen Fragen zu tun hat und damit auch im Grunde von dieser Art von Debatte innerparteilich immunisiert sind. Nun sind AfD-Wähler eben Teil unserer politischen Gemeinschaft, sie sind unsere Mitbürger. Und so wie wir Gemeinsamkeit und Trennung bestimmen, ob wir sagen, sie sind Teil von uns oder nicht, das ist seinerseits nicht auch eine politische Entscheidung. Und diese politische Entscheidung müssen wir halt auch so ein bisschen darauf beobachten, was für Effekte sie hat. Oder nochmal anders formuliert, wenn ich mich dafür entscheide, nur noch in eine Partei hineinzugehen oder eine Partei zu wählen, von der ich weiß, dass sie politisch keinen Kontakt mehr mit der AfD hat, dann entscheide ich mich in gewisser Weise auch davon, mich von einer bestimmten Form von politischer Auseinandersetzung zu immunisieren. Mich damit nicht mehr zu beschäftigen und in gewisser Weise auf eine ganz abgeleitete, aber vielleicht nicht unwirksame Art und Weise auch den politischen Prozess dadurch zu polarisieren. Das ist, glaube ich, kein Problem der Partei der Grünen selbst, die ja in gewisser Weise mit Blick auf die Linke einen ganz bestimmten und wesentlichen Beitrag in der Geschichte der Bundesrepublik dazu geleistet hat, im Grunde eine Systemkritik zu integrieren in das System. Man kann sagen, die Grünen haben in den 80er Jahren die Systemkritik der 60er, späten 60er und 70er Jahre in das Parteiensystem und damit in das System der Bundesrepublik integriert. Aber es ist schon ein Problem der Wählerinnen und Wähler, sich nochmal zu überlegen, ob sie im Grunde, wenn sie in eine Partei eintreten oder wenn sie für eine Partei eintreten oder eine Partei wählen, im Grunde Teil einer Prinzipiengemeinschaft sein wollen, und darum wird es gehen, einer Partei, die so ein gleiche moralische Prinzipien vertritt, oder ob sie vielleicht Teil einer politischen Auseinandersetzungsgemeinschaft sein wollen, indem sie gerade auch nochmal in Kontakt mit Leuten geraten, die potenziell jedenfalls vielleicht mit ihren eigenen Prinzipien weniger anfangen können. Und das ist natürlich genau die alte Idee der Volkspartei. So könnte es sein, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Prinzipiengeleitetheit und Polarisierung, und genau um diesen Zusammenhang soll es jetzt in der folgenden halben Stunde gehen. These nochmal ist ganz schlicht, politische Kommunikation sollte doppelt geführt werden, sowohl Prinzipien als auch strategieorientiert. Und der Gang des Vortrags wird sein, ein ganz kurzer, etwas polemischer Blick auf den Stand der politischen Wissenschaften und der politischen Theorie. Bei Rainer Forst, der vor mir sitzt, wollte ich euch dann nochmal sagen. Dann etwas, eine kurze Überlegung zum Verhältnis von Prinzipien geleitet und strategischen Argumenten in der Politik. Dann etwas zur Rolle des Verfassungsrechts, weil ich ja auch irgendwie als Verfassungsrechtler stehe und die Frage ist, ob das Verfassungsrecht ein wichtiger Lieferant von solchen Prinzipien ist und ob darin nicht irgendwie auch ein Problem besteht. Ich muss das mal ganz kurz machen, ich sehe Sie gar nicht so richtig. Hören Sie das immer noch gut? Ja. Nein. Das wäre super. Wirk. Ja, danke. Jetzt gucke ich mal nur auf das Mikrofon. Man könnte, und das ist eine erste kurze und auch wirklich unvollständige Bemerkung, nochmal über den Stand der politischen Wissenschaft und der politischen Theorie nachdenken und sich fragen, ob sich in der politischen Wissenschaft, ob es in der politischen Theorie und der politischen Wissenschaft nicht vielleicht ein bisschen zu wenig Interesse für Praktiken der politischen Auseinandersetzung gibt, die über die Frage der Rechtfertigung von Politik, sondern der moralischen Rechtfertigung von Politik hinausgehen. Nicht wahr? Ob es nicht wieder mal so etwas geben müsste wie eine strategische Literatur mit wissenschaftlichem Anspruch. Nicht wahr? So etwas, was wir in der frühen Zeit vielleicht in Fürstenspiegeln beobachten könnten,
so etwas, was wir aber vielleicht in der ganzen nachmachiavellistischen Literatur sehen können, so etwas, was wir vielleicht auch noch im 19. Jahrhundert in Teilen der politischen Theorie entdecken, in dem politische Wissenschaft oder politische Theorie halt nicht nur sagt, was richtig ist und was falsch, was gute Verteilungsprinzipien, was egalitäre politische Verfahren, was so ein minimaler Grundrechtsschutz bedeuten sollte, sondern der auch die politischen Wissenschaften sich nochmal jenseits eines kalten Blicks sozusagen auf Entscheidungsmechanismen der Frage zuwendet, wie eigentlich sagen politische Interaktion mit dem Ziel der Erreichung von Mehrheiten, mit dem Ziel der Erreichung von Überzeugungsgemeinschaften eigentlich funktionieren kann. Es gibt hier eine Arbeitsteilung, an der niemand schuld ist, die einfach fahrtabhängig auch viel mit der Ausdifferenzierung von Wissenschaft als solcher zu tun hat, in der im Grunde sagen wir auf der einen Seite eine sehr hoch aggregierte politische Theorie haben, gerade sagen in der Tradition des Liberalismus, die sagen sehr, sehr analytisch ist und sehr, sehr anspruchsvoll, und auf der anderen Seite ja vielleicht sowas wie Praktika und Erfahrungsliteratur oder sowas wie Zeugs, was man so als graue Literatur liest, oder vielleicht auch nur Lebenserfahrung aus dem Ortsverein, die so ein bisschen erratisch und unvermittelt nebeneinander stehen und die, glaube ich, eine Lücke haben, eine Lücke, in der sagen, das Praktische, das zu Machende, das in gewisser Weise auch Lustige an politischen Prozessen auf der einen Seite und die Frage der Rechtfertigung halt doch unvermittelt bleiben. Und da sehe ich tatsächlich ein Problem, für das ich jetzt keine Antwort haben kann, der ich auch nicht sagen kann, forscht jetzt mal schön, aber dass ich doch bemerke, weil dieses Problem hat, glaube ich, auch sich abbilden könnte in politischen Praktik. Ich meine, darin, dass wir auf der einen Seite sehr, sehr hochgezonte, hochgezüchtete und gut gemachte Formen von Rechtfertigungsdiskursen haben und auf der anderen Seite vielleicht teilweise relativ grobschlächtige Praktiken entwickeln und wir nicht genau wissen, wie das aneinander kommt. Jenseits von kritischer Theorie, harter linker kritischer Theorie, muss man dazu wahrscheinlich auch sagen, findet man auch auf Seiten der politischen Theorie eigentlich wenig wirklich mal, oder von politischen Theoretikerinnen und Theoretikern, wenig politische Analysen, Lagenbilder. Ja? Da ist gewisserweise Habermas immer noch eine erratische Figur, weil er das wirklich gut kann und auch andere Dinge kann. Aber ansonsten würde ich sagen, gibt es jenseits der postmarxistischen Literatur, die da immer noch so ein bisschen besser tatsächlich ist, ein bisschen informierter ist, wenig empiriegesättete Analysen von politischen Zuständen, die also an eine normative politische Theorie andocken. Das macht im Grunde bei uns der Journalismus, das ist auch nicht schlimm, der Journalismus hat auch Gott sei Dank immer noch ein hohes Niveau, aber es ist doch schade, dass es hier in gewisser Weise dass hier etwas fehlt, ein Vermittlungsstück fehlt, das auch die politische Theorie selbst irgendwie vermitteln müsste. Politische Analysen sind bei Machiavelli, bei Hume, bei Mill und bei Weber doch noch sehr, sehr, sehr lebendig. Da können Sie Dinge lesen darüber, wie Politik im 18. Jahrhundert, im 19. und 20. Jahrhundert funktioniert. Und irgendwann bricht diese Tradition der Vermittlung von Wissenschaft, der Politik und politischer Analyse ab. Das ist ein bisschen wie der Literaturkritik in der Tat, vielleicht, wo es auch so ein Vermittlungsproblem zwischen Wissenschaft und Urteilsbildung geben könnte. Wenn man das tut, dann, und das wäre mein zweiter Punkt, muss man sich wahrscheinlich nochmal generell darüber klar werden, wie sich eigentlich strategisches Handeln und prinzipiengeleitetes Handeln zueinander in praktischer Politik verhalten. Und ich kann dazu gar keine grundlegenden Ausführungen machen, ich möchte ein bisschen nur darüber reflektieren und klar machen, dass strategische Erwägungen der Politik jetzt nichts Zynisches sind keine Aufweichung von Normen, sondern sind erstmal nur sagen, der Tatsache geschuldet, dass wir erstens in der Politik mit unseren Überzeugungen immer nur unter Bedingungen operieren, in denen andere Leute andere Überzeugungen haben. Ja, das ist das Erste. Aber zweitens, wir sagen, die Arbeit und die Auseinandersetzung mit diesen Leuten, die andere Überzeugungen haben, halt nicht einfach nur argumentativ einbringen, sondern irgendwie immer auch strategisch einbringen, indem wir die Frage, wann bringe ich welches Argument, wie priorisiere ich es, welche Frage erkläre ich für richtig, für wichtig, im Grunde immer jenseits der Frage der eigenen Richtigkeit dieses Arguments zur Anwendung bringen. Ich kann über tausend Dinge sagen, dass sie politisch zusammen so oder so sein sollten. Die Frage, wie ich sie begründe, die Frage, wann ich sie begründe, die Frage, welche der Fragen ich jetzt politisch priorisiere, wird durch diese moralischen oder normativen Argumente gar nicht erst berührt. Das heißt, in der Politik ist eigentlich jedes Argument, auch das moralischste und das reinst normative, immer auch ein strategisches Argument, vielleicht unfreiwillig und vielleicht einfach nur sehr schlecht gemacht strategisch, vielleicht unzulässig unreflektiert, aber es ist immer Teil eines Prozesses, der erst einmal von politischen Strategien dominiert und determiniert wird. Und insofern ist es, glaube ich, klar, dass es nicht nur legitim, vielleicht sogar notwendig ist, wenn man sich demokratisch durchsetzen will, in einer Art zu argumentieren, die irgendjemand anders auch überzeugt. Und auch klar ist, dass man Argumente, die normativ hoch imprägniert sind, die sagen, vielleicht moralisch hoch aufgehängt sind, trotzdem so bringen muss, dass sie den Gesamtdiskurs nicht in Gefahr bringen,
Ich will also namentlich nicht zu einer Polarisierung beitragen. Und das ist, glaube ich, gerade so für die bürgerlich-linksliberale Mitte eine Sache, die sich vielleicht doch nicht so von selbst versteht. An dieser Stelle, an der Stelle, an der wir uns klar machen, dass alle Argumente, die wir in einen politischen Prozess bringen, immer ein strategisches Faktum darstellen und immer irgendwie darauf reflektiert werden müssen, wie sie wirken, welche Effekte sie haben, wohin sie führen können. An dieser Stelle, genau an dieser, auch nur an dieser Stelle, beginnt vielleicht auch die legitime Kritik des Moralisierens in der Politik, über die wir ja in den letzten Jahren mehr und mehr geredet haben. Ich meine, es geht gar nicht darum zu sagen, es dürfe keine moralischen Argumente in der Politik geben. Natürlich muss es moralische Argumente in der Politik geben. Es geht gar nicht anders. Es ist auch unvermeidlich, dass man in der Politik, im politischen Kontext auch mit moralischen Argumenten operiert. Es geht ja nur darum zu fragen, was mit dem politischen Diskurs passiert, wenn ich meine Argumente als moralische Argumente ausweise. Und das ist etwas anderes, aber das ist etwas ziemlich Wesentliches. Was passiert? Naja, eine Möglichkeit ist, dass ich damit Leute überzeuge. Ich sage, das ist jetzt so wichtig, das kann ich begründen, das hat so viel mit Menschenwürde oder sonst irgendetwas zu tun, dass andere Leute ihre Meinung wechseln. Und man sollte nicht zynisch über diese Möglichkeit reden. Diese Möglichkeit besteht immer und ich glaube auch, dass wir nicht zu pessimistisch über sie werden sollten. Aber klar ist auch, eine andere Möglichkeit besteht darin, dass ich mit dem Argument halt auch kommuniziere, dass die Gegenseite unmoralisch ist. Das ist klar. In dem Augenblick, wo ich sage, meine politische Überzeugung hat den und den moralischen Gehalt, kann ich auch die andere Seite disqualifizieren. Strategische Erwägungen, wenn man sie so versteht, werden dabei oft nicht dazu führen, prinzipiengeleitete Argumente zu leugnen. Es geht nicht darum, irgendwie aufzuhören, über Dinge zu reden, von denen man moralisch überzeugt ist. Aber vielleicht doch darin, sie anders auszuweisen. Also vielleicht nicht als objektiv richtig, sondern eher als Teil einer aus persönlichen Erfahrungen kommenden Überzeugung. Oder nicht als klar und eindeutig, sondern vielleicht auch erstmal als in ihrer Bedeutung doch offen und in gewisser Weise auch in Teilen verhandelbar. Und vielleicht auch nicht unbedingt immer nur plan und geradeaus, sondern manchmal auch ein bisschen mit List und Tücke verkauft. Also es geht erstmal um einen Reflexionsprozess. Zweiter Ordnung der Frage, mit was ich eigentlich hier argumentiere. Es geht nicht um Lug und Trug, sondern um den produktiven Umgang mit der Kontingenz der Unvermeidlichen, die sich daran zeigt, dass andere Leute andere Überzeugungen haben. Wenn wir das beherzigen, dann haben wir am Ende drei Formen von Argumenten. Und damit endet dann auch schon so ein bisschen der begriffliche Teil, aber das, denke ich, muss man nochmal festhalten. Erstens haben wir es mit moralischen Argumenten zu tun, die für uns vielleicht nicht zu verhandeln sind. Und die sollte man auch als Leute durchaus klar kennzeichnen, wenn man die Folgen sozusagen mitverantworten kann. Und ich bin nicht naiv, es ist klar, dass man sozusagen das mit dem zur Disposition stellen, mit dem Aufweichen seiner eigenen moralischen Überzeugung, mit der strategischen Argumentation von normalen Bindung nicht immer weit kommt. Es gibt Leute, mit denen kann man über Dinge nicht reden und das kann man dann auch nicht anders als so kommunizieren. Das ist klar. Aber es gibt zweitens natürlich auch politische Überzeugungen, die wir vielleicht aus moralischen Gründen für richtig halten, aber bei denen es auf der anderen Seite auch nochmal vertretbar scheint, eine andere Meinung zu teilen und bei denen wir uns selber auch nochmal überlegen müssen, inwieweit wir diese mit einer überschießenden normativen Begründung versehen. Also indem wir sagen, diese Überzeugung ist jetzt wirklich eine, die ist sozusagen hat was mit der Menschenwürde zu tun und wer das nicht sieht, hat ein Problem mit der Menschenwürde. Diese Form von, also wir müssen sagen, darauf achten, dass vermutlich allermeist unserer politischen Präferenzen sich normativ jedenfalls nicht eindeutig rechtfertigen lassen. Und wir müssen diese Beweglichkeit nicht sozusagen als etwas Problematisches wahrnehmen, das uns im Grunde den Halt und den Boden unter den Füßen wegzieht, sondern eher als eine Möglichkeit, mit der Kontingenz auch noch andere Leute von unseren eigenen Überzeugungen zu überzeugen oder unsere eigenen Überzeugungen im Prozess auch vielleicht zu relativieren. Und drittens haben wir dann natürlich strategische Erwägungen. Also einfach die reine Frage, was ist die Folge? Was ist die Folge der Tatsache, dass ich jetzt etwa ein moralisches Argument so und so hart begründe? Was ist die Folge, wenn ich darauf verzichte? Was ist die Folge, wenn ich zwar nicht auf die Sache verzichte, aber auf die anspruchsvolle Begründung verzichte? Was sind die Konsequenzen? Und komme ich nicht vielleicht weiter mit einer moralisch runtergezogenen Form von Argumentation? Dass das nicht irgendeine komische Form von Theorie oder auch eine Pseudo- oder auch was Theorie, einfach nur so eine komische Unterscheidung ist, die aber keine große Relevanz hat, sondern vielleicht tatsächlich ein aktuelles politisches Problem. Das, finde ich, sieht man besonders deutlich, wenn man sich die Debatten im Deutschen Bundestag nach dem Einzug der AfD ein bisschen anschaut. Denn da merkt man, dass die Abgeordneten der klassischen, wenn man so will, systemkonformen, grundgesetztreuen Parteien im Grunde ein massives Problem haben, diese Unterscheidung irgendwie auseinanderzuhalten. Und das zeigt sich in verschiedenen Phänomenen. Das zeigt sich etwa an der völlig unergiebigen Skandalisierung von symbolischem Fehlverhalten. Also, dass man sich
ihn über die AfD aufregt, weil sie irgendjemand, keine Ahnung, was ein schreckliches NS-Tattoo hat oder weil er das und das gesagt hat, ohne dass wirklich klar ist, was man damit hier sozusagen normativ verbinden soll oder ohne dass klar ist, welche politische Konsequenzen und Implikationen das hat. Ja, wir haben eine Menge von Pseudo-Diskussionen über die AfD, gerade auch in den Gremien im Ältestenrat und so. Ich weiß, dass alle komplett ausgelaugt sind, sozusagen im Bundestagspräsidium und in der Verwaltung davon, aber es ist auch klar, politisch führt das zu gar nichts. Es gibt große Unsicherheit im Grunde im politischen Prozess, auch gerade auch bei den, bei den grundgesetztreuen Parteien, also bei den 85% der Abgeordneten des Bundestags, große Unsicherheit eigentlich auch über die Unterscheidung zwischen dem, was einfach nur falsch ist, politisch, und dem, was politisch unerträglich ist. Dem, was sozusagen irgendwie den Kernbereich der Ordnung definiert und dem, was einfach politisch nur Schrott ist oder eklig oder sonst was. Diese Grenze ist auch nicht einfach zu ziehen, ich komme darauf vielleicht nochmal zurück. Aber diese Grenze muss man sich als Grenze, glaube ich, jedenfalls bewusst machen und sich immer sagen, wo investiere ich meine Energie? Was ist sozusagen eine wirklich normativ hochgehängte Frage? Und wo lasse ich es vielleicht auch, obwohl es eine normativ hochgehängte Frage ist, weil es mich nicht wirklich politisch weiterführt? Es gibt damit eine immense Form von politischer Energie und Aufmerksamkeitsverschwendung. Nicht nur mit Blick auf Sachthemen, die gibt es ja auch, wir reden natürlich oft auch über die falschen Sachthemen, sondern auch mit Blick auf die Frage, was normativ relevant ist. Und es gibt dann halt auch sowas wie eine Polarisierung an der falschen Stelle. Nicht? Man kann natürlich, man kann polarisieren, wenn Dinge normativ sagen, unmöglich sind, aber sagen Polarisierung als Aufregungseffekt gegenüber Dingen, die letztlich nur symbolischen Gehalt hat, zu praktizieren, ist halt nicht wirklich ergiebig. Und ist in gewisser Weise doch sehr, sehr stark zu beobachten in der politischen Auseinandersetzung, gerade auch im Bundestag. Man könnte sich natürlich an dieser Stelle auch nochmal fragen, inwieweit uns rechtsautoritäre Politik irgendwie da auch nochmal als Vorbild oder als Lernfolie dehnen, nicht wahr? Also auf eine ganz, ganz listige und wenn man so will auch zynische Art und Weise. Denn wir wissen, dass die rechtsautoritären Bewegungen sehr, sehr viel von den Linken gelernt haben, gerade von den 68ern, da gibt es eine gute Literatur zu. Und die Frage ist, muss nicht auch eine linksliberale politische Orientierung, zu der ich mich jetzt mal sozusagen outen würde hier, muss die nicht auch in gewisser Weise von rechtsautoritären Bewegungen was lernen, wie man bestimmte Dinge macht? Zum Beispiel, wie man Selbstkritik und Selbstzweifel hat, vielleicht, aber dann doch vielleicht auch nicht immer kommuniziert. Ja. Oder wie man sozusagen eine gewisse Form von affektiver Besetzung von Themen auch inszeniert. Und wie man in gewisser Weise auch in bestimmten Kontexten vielleicht einfach mal Assoziationen schafft, die klar machen, worum es geht, ohne das auch immer diskursiv einzulegen oder zu begründen. Ich meine, wenn der Bundesvorsitzende der AfD im Grunde nochmal für den italienischen Innenminister schwärmt, dann kann man sich darüber aufregen, weil der italienische Innenminister gegen Migranten verfolgt und so weiter. Man kann auch einfach sagen, dass er ein Schuldenmacher ist. Und das wirkt halt beim rechten Publikum anders als etwas anderes. Solche Formen von, auch der größten Form von politischer Listigkeit, die, glaube ich, in der Frühphase der Bundesrepublik noch ganz lebendig war, glaube ich, Adenauer konnte das natürlich, sind auch so ein bisschen verloren gegangen in einem irgendwie vielleicht auch normativ zu hoch angehenden Anspruch auf politische Praxis. Nun hat, und das wäre mein dritter Punkt, das Grundgesetz für die Bundesrepublik in den letzten Jahren ja diese eigenartige Rolle übernommen, im Grunde die Quelle für Prinzipien zu sein, an denen man sich dann irgendwie entlang handelt und die man dann sozusagen unterstützt. Nicht wahr? Das ist die Werteordnung des Grundgesetzes, scheint so eine Art Letztbegründungsfigur geworden zu sein, auf die sich erstaunlicherweise auch manchmal Akteure berufen, die das vielleicht gar nicht so nötig hätten. Eine schöne Anekdote eines Freundes von mir ist, dass er in den frühen 90er Jahren in München in die Kirche ging, in eine katholische Kirche, und dort eine Predigt des damaligen Kardinal-Erzbischofs von München Freising hörte über Abtreibung. Und er sagte dann, meine Damen und Herren, sagt er nicht, liebe Mitbrüder, Mitbrüder, Schwestern und Brüder, er sagte, Abtreibung verstößt gegen das Grundgesetz. Man würde erwarten, dass zumindest die katholische Kirche andere Formen von normativer Begründung hat, als eine zivilreligiöse Lesart seiner nationalen Verfassung. Das ist immer eine Weltkirche, dachte ich, aber mein Gott. Aber nein, das war im Grunde die Begründung. Und diese Anekdote ist insofern schon ganz interessant, weil sie, glaube ich, schon viel davon zeigt, wo man im Grunde dann am Ende immer nach dem Anker sucht, selbst wenn man katholischer Oberhärte ist, weil man greift zur Verfassung in der Hoffnung, dass man hier irgendwie so etwas kriegt wie in der Tat den Boden unter den Füßen, der vielleicht gar nicht zur Demokratie gehört. Ein solcher Gebrauch, jenseits jetzt der praktischen Theologie des Kardinals, ist, glaube ich, auch so allgemein für Bürgerinnen und Bürger der Republik so ein bisschen problematisch, aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist natürlich, dass diese Form von Prinzipienorientierung so ein bisschen, würde ich denken, ein Missverständnis über die Funktion einer Verfassung transportiert. Demokratische Verfassungen sind erstmal Verfahrensordnungen, die Wandel ermöglichen. Und sie sind auch nur sehr, sehr eingeschränkt. Substanzkataloge
die Wandel verhindern. Das kann man bei bestimmten, und ich werde gleich noch zwei Beispiele nennen, das kann man bei bestimmten Normen noch mal näher diskutieren, aber die Ironie ist eigentlich, ich komme darauf zurück, dass je fundamentaler die Norm ist, desto mehr wir uns sozusagen an sie klammern wollen, desto weniger wir uns über ihren Inhalt einig werden können. Das ist die sozusagen tragische Dialektik. Wir können uns immer darüber einig werden, dass alle 4 Jahre der Bundestag gewählt wird, das steht irgendwo im Grundgesetz und es ist nicht so schwer, sich mit dem Kalender darüber zu streiten, was das bedeutet. Was Menschenwürde bedeutet, das ist verdammt schwierig. Und der gesellschaftliche Dissens über Grundfragen wird durch die Menschenwürdegarantie nicht eingehegt, sondern er kristallisiert sich in der Diskussion über Menschenwürde. Wir kriegen es nicht fest. Ich komme dazu gleich zurück. Hier ist in gewisser Weise die Überschätzung der Leistungsfähigkeit von verfassungsrechtlichen Begriffen, von denen man sich gerne wünscht, sie würden Bedeutung irgendwie festzurren und in die Zukunft transponieren, was aber genauso wenig mit verfassungsrechtlichen Begriffen funktioniert wie mit irgendeinem anderen Begriff. Ich glaube, alle Begriffe eben mit dem Wandel und dem Wandel der Interpretationsgemeinschaft unterliegen, die sich mit ihnen auseinandersetzen. Wenn ich Ihnen jetzt sage, Sie sind alle für Menschenwürde und ich sitze hier in so einem Kreis in Frankfurt, alle sind irgendwie linksliberal und fröhlich und alle sind für Menschenwürde und ich Ihnen dann sage, ja, so ist das, natürlich bin ich auch für Menschenwürde, natürlich bin ich für Menschenwürde, weil das Bundesverfassungsgericht im Namen der Menschenwürde die Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs hergeleitet hat, dann würden Sie sich vielleicht wundern. Sie würden sehen, hier geht es offensichtlich um ein Ergebnis, was vielleicht nicht einer bestimmten Form von Milieu entspricht, sondern einer bestimmten Form von politischer Orientierung, das aber in Berufung auf die Menschenwürde entwickelt wurde. Menschenwürde und Rechtsstaatsprinzip, um dabei nochmal ein bisschen zu verbleiben, sind insofern ganz interessante Kategorien, wenn man sagen kann, ihre Deutung hat sich, wenn wir uns ein bisschen so die letzten vielleicht 30, 40 Jahre der Geschichte der Bundesrepublik angucken, ihre Deutung hat sich auf eine ganz charakteristische Weise, und zwar sagen überkreuzend, verschoben. Man könnte sagen, die Menschenwürde, der Gebrauch von Menschenwürde, den wir heute haben, der ist so ein bisschen links geworden. Die Menschenwürde ist ein bisschen von rechts nach links gewandert. Und die Rechtsstaat ist ein bisschen von links nach rechts gewandert. Was meine ich damit? Die Menschenwürdegarantie ist in der Frühzeit des Bundesverfassungsgerichts sehr stark eine Kategorie, die im Grunde mit der Gemeinschaftsgebundenheit des Individuums argumentiert. Die sagt, ihr seid im Grunde Teil einer Gemeinschaft. Es geht hier nicht um Individualismus, ihr könnt nicht machen, was ihr wollt. Es geht immer um Wertbeziehungen. Es geht darum, dass ihr irgendwie eingebunden seid und euch in bestimmte Regeln hält. Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, des obersten Verwaltungsgerichts, hat die Menschenwürde noch bis in die 80er Jahre im Grunde vor allem dazu gebraucht, um bestimmte Moralvorstellungen zu transportieren. Die legendärste Entscheidung in diesem Kontext ist das Verbot von Peepshows am Bahnhof Zoo in Berlin, das vom Bundesverwaltungsgericht halt mit dem Begriff der Menschenwürde gerechtfertigt wurde. Man könnte fragen, gehen die Leute da vielleicht freiwillig rein, vielleicht fragen die Frauen da freiwillig sind, aber es ging gar nicht um solche Fragen wie jetzt Zwangsarbeit oder Zwangsprostitution oder sonst etwas. Das Gericht fand Peepshows irgendwie unwürdig als eine unmoralische Institution, völlig unabhängig von der Freiwilligkeit der Beteiligten und benutzte Artikel 1 des Grundgesetzes dazu zu sagen, das muss verboten werden. Das ist eine sehr, sehr wertkonservative Deutung der Menschenwürde, die sich ganz ähnlich in der gesamten Deutung des Schwangerschaftsabbruchs von den 70ern bis in die 90er Jahre nachvollziehen lässt. Und es gibt andere Beispiele für diesen Gebrauch. Heute denken wir über Menschenwürde, jedenfalls im politischen Diskurs, sehr stark mit Blick etwa auf die Migrationsfrage. Und da hat der Begriff auf einmal an Menschenwürde mit Blick auf sowas wie demütigende Behandlung und Kommunikation. Wir haben andere Assoziationen, wir haben vielleicht eher linksliberale Assoziationen mit demselben Begriff, die aber der Begriff selbst natürlich nicht steuern kann. Das Verfassungsrecht kann diese Art von Verständnissen nicht irgendwie selbst determinieren. Das ist in gewisser Weise ein Gegenstand der politischen Auseinandersetzung und nicht dessen Grenze. Dasselbe Beispiel könnte man mit Blick auf die Rechtsstaatlichkeit machen. Umgekehrt. Rechtsstaatlichkeit ist, bei Luhmann steht das so schön, das Verbot des Schlusses vom Zweck auf das Mittel. Rechtsstaat heißt erst einmal, dass wir nicht einfach sagen, jemand hat etwas gemacht, also verurteilen wir ihn, sondern längliche Verfahren zwischen im Grunde einem Rechtsverstoß und einer Sanktion einbauen. Rechtsstaatlichkeit hat mit solchen Dingen zu tun wie Unschuldsvermutung, mit Gerichtsschutz, mit Rechtsschutz, mit Unabhängigkeit der Justiz. Also im Grunde immer mit Institutionen, die eher nicht sagen, eine Ordnung vollstreckt sich von selbst, sondern die sagen, wir haben eine Rechtsordnung und wir haben gleichzeitig Institutionen, die diese Rechtsordnung verwirklichen und vollstrecken, aber dazwischen passiert etwas. Dazwischen müssen wir nochmal nachdenken. Dazwischen brauchen wir ein unabhängiges gerichtliches Verfahren. Dazwischen brauchen wir Puffer in gewisser Weise, Reflexion und auch so Dinge wie Unschuldsvermutungen, die dafür sorgen, dass vielleicht auch Leute, von denen wir eigentlich schon wissen, dass sie eine Straftat begangen haben, nicht verurteilt werden. Das ist der klassische liberale Rechtsstaatsdiskurs. Wenn wir heute über Rechtsstaat reden, Jens Spahn in der FAZ von letzter Woche, und das ist jetzt kein Singular, das ist nicht Singular, sondern eigentlich ein ziemlich dominanter Rechtsstaatsdiskurs mittlerweile seit 2015, dann heißt Rechtsstaatsdiskurs Vollstreckung von Recht.
Illegalität darf nicht geduldet werden, sondern Illegalität muss dann beendet werden. Das ist ein völlig anderes Rechtsstaatsverständnis. Das ist ein Rechtsstaatsverständnis, das sagt, aus dem Rechtsstaat folgt, dass ein rechtswidriger Zustand beendet werden muss. Darüber kann man reden. Man kann auch reden darüber, ob das nicht in gewisser Weise bis zu einem gewissen Maß auch Teil eines klassischen Verständnisses ist. Aber die Akzentverschiebung ist verblüffend. Die Akzentverschiebung von so etwas wie prozesshafter Offenhalten und Duldung auch von illegalen Zuständen hin zu einem Konzept sozusagen der Vollstreckung des Rechts durch Rechts, sozusagen der Erwartung darin, dass alles, was sozusagen an illegalen Zuständen ist, irgendwie vollstreckt werden kann. Der ist verblüffend. Und auch hier wieder gebe ich Ihnen dieses Beispiel nur in zwei Denkschritten. Erstens, um Ihnen klarzumachen, dass wir ein allgemeines Problem mit prinzipiengeleiteten Argumenten haben. Und zweitens, um Ihnen zu exemplifizieren, dass dieses Problem sich auch gerade an verfassungsrechtlichen Begriffen besonders schön zeigen kann, die in gewisser Weise gar nicht dazu taugen, solche Grenzen zu ziehen, die Grenzen zu ziehen, nachdem man sich vielleicht in jedem politischen Lager, wenn auch mit anderen politischer Ausrichtung so sehnt. Man könnte hier noch weitermachen. Ich möchte eigentlich noch zwei Dinge sagen. Die Zeit ist ja schon, wann habe ich angefangen? Ja. Schon, ja, das ist jetzt, weil wir nicht zu mir angefangen haben. Grundrechte haben einen zivilregulierenden Gehalt. Grundrechte, ein Prinzipienverständnis von Verfassung gibt der Verfassung eine zivilreligiöse Aufgabe. Das ist problematisch, sowohl weil es die Funktion der Verfassung als einer Verfahrensordnung so ein bisschen unterschätzt, als auch weil es nicht funktioniert. Das habe ich mir versucht, mit Blick auf Menschenwürde und Rechtsstaat so ein bisschen klar zu machen. Es ist auch deswegen problematisch, weil Verfassungsrecht wahrscheinlich, und das wäre der dritte Punkt, anders funktioniert. Und das kann man dann noch mal zeigen, das wäre ein weiteres Beispiel an der Rede von Grundwerten, die ja gerade mit Blick auf die Verfassung sehr virulent ist. Wir reden sehr oft, auch gerade sagen linksliberale Politiker, davon, dass wir Werte haben, Grundwerte, und die werden verteidigt. Und diese Grundwerte sind Teil unserer verfassungsrechtlichen Ordnung. Auch hier liegt, glaube ich, ein kleines Missverständnis vor mit Blick auf die Frage, was Verfassungsrecht eigentlich so leisten kann. Denn der Wertbegriff ist sowohl ein bisschen überschießend normativ, er bringt in gewisser Weise ein bisschen mehr mit, als eine Verfassung leisten kann, als auch ein bisschen unterkonkret, er leistet in gewisser Weise auch ein bisschen weniger, als Recht eigentlich normalerweise leisten sollte. Was meine ich damit? Er ist überschießend insofern, als dass man sagen muss, dass gerade Grundrechte nicht wie Werte funktionieren, sondern Rechte erst einmal im Grunde Freiheitsgarantien darstellen, die auch Praktiken schützen, die wir uns nur schwer als mit einer ausgebauten Wertordnung vereinbar vorstellen könnten. Wenn ich jetzt sage, sind die alle so ein bisschen doof hier, und wenn ich das beschimpfe, dann ist das wahrscheinlich von meiner Meinungsfreiheit geschützt, aber es ist nicht Teil der Wertordnung. Wenn Sie mir so eine Äußerung verbieten würden, oder wenn Sie mir verbieten würden zu sagen, ich halte das in der Ordnung des Grundgesetzes für falsch, ich finde, das Grundgesetz sollte abgeschafft werden, zwar weil ich nicht an Menschen würde und weil ich nicht an Gleichheit der Geschlechter glaube, dann wäre diese Ordnung auch vom Grundgesetz gedeckt, nämlich von der Meinungsfreiheit. Das heißt, es ist ja klar und eigentlich eine Trivialität, dass die Struktur des Rechts gerade dafür gebaut ist, Dinge zu schützen, die im Grunde in einem bestimmten Kontext vielleicht auch gerade normativ unerwünscht sind. Und umgekehrt schützen sie das aber auch. Und schützen heißt halt nicht nur, dass sie sozusagen eine Präferenz formulieren, wie das mit dem Wertbegriff vielleicht letztlich verbunden wird, sondern dass sie uns Verfahren zur Verfügung stellen, mit denen das auch individuell durchgesetzt werden kann, mit Blick auf bestimmte Personen und mit Blick auf bestimmte Ereignisse. Rechte, Grundrechte sind auf der einen Seite viel konkreter, viel handfester und viel institutionell härter angebunden, als der Wertbegriff es zum Ausdruck bringen könnte. Und auf der anderen Seite sind sie normativ deutlich zurückhaltender. Und dieses Nebeneinander, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für jede Form von liberaler, jedenfalls grundrechtlicher Ordnung. Und das wird mit dem Begriff der Werte halt konsequent vermischt. Wenn ich sage, eine Frau mit Vollverschleierung entspricht nicht den Werten des Grundgesetzes, dann ist nicht klar, was damit gemeint sein soll. Ich meine, vieles entspricht vielleicht nicht den Werten des Grundgesetzes. Keine Ahnung, was sich zu bereichern auf Kosten anderer, aber ist vielleicht trotzdem grundrechtlich geschützt. Damit ist die Berufung auf das Grundgesetz tatsächlich nicht nur vielleicht oft als Quelle von politischen Prinzipien, nicht nur oft fehlgeleitet oder beruht auf einem Missverständnis darüber, was Verfassungen so machen können und machen sollten, oder wie sie angelegt sind, sondern sie ist wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt besonders harmlos, weil sie in gewisser Weise dann auch gerade vielleicht nochmal das, was man von der Verfassung bekommen kann,
so ein bisschen in den Hintergrund treten lässt und weil sie auch die Verantwortlichkeit aller Beteiligten, aller Bürgerinnen und Bürger für die Inhalte der praktizierten Verfassung, des praktizierten Verfassungslegs, wirkst du ein bisschen in den Hintergrund treten lässt. Dann ist es klar, dass ich natürlich mit der Berufung auf solche Verfassungswerte nicht nur eine sehr, sehr starke normative Aussage mache, die andere vielleicht aus dem, vom Boden dieser Grundordnung ein bisschen verweist, sagt, du gehörst aber dann nicht mehr dazu, du bist dann nicht mehr Teil der verfassungsmäßigen Ordnung. Es ist auch so, dass ich mir mit dieser Berufung in gewisser Weise selber das politische Spiel erspare, nochmal zu sehen, mit wem ich denn wo hier übereinkommen kann und mit wem ich hier in Verhandlungen treten kann, darüber vielleicht auch noch Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch nur Gemeinsamkeiten im Konflikt einer politischen Auseinandersetzung zu haben. Wie das alles funktioniert, und das wäre mein vorletzter Teil gewesen, den ich jetzt aber doch mal lasse, weil ich doch etwas länger geredet habe, als ich dachte, ließ sich an der Migrationsdebatte wahrscheinlich auch nochmal sehr, sehr gut zeigen, weil die Migrationsdebatte, glaube ich, tatsächlich eine Debatte ist, die von zwei Seiten polarisierend verfolgt wurden. Ich weiß, von rechtsautoritären Bewegungen, die sagen, migrationsfeindlich sind, aber ebenso doch vielleicht auch von einer linksliberalen Überzeugung, die eigentlich jede Form von Migrationspolitik von vornherein sehr gerne auch unter Berufung auf Verfassungsrecht sehr hochnormativ aufhängt. Aber ich kann Ihnen sagen, und ich kann es auch gerade im Historikerverband noch mal gerne sagen, aus dem Völkerrecht folgt für die Migrationsdebatte einfach gar nichts. Ich weiß, das ist ja so, wir haben ja sagen, relativ viele auch gesellschaftliche Verbände, die sich sagen, irgendwie liberal migrationspolitisch äußern, das ist mir politisch sympathisch, aber sie berufen sich dann immer auf normative Quellen, die das wahrscheinlich einfach nicht hergeben. Und damit kommen wir zum Schluss. Statt einer Lösung vielleicht noch mal zwei, drei Überlegungen, was man eigentlich tun sollte. Erstens denke ich, man muss sich nochmal klar machen, in einer Republik sind alle Bürgerinnen und Bürger auch Politiker. Und wenn sie es nicht sind, sind sie schlechte Bürger. Das heißt, die Zuständigkeiten dafür, dass sie Politik machen, können sie nicht an politische Werte und auch nicht an substanzhafte Annahmen debattieren. Ja, vor allem können sie sich sozusagen in ihrem politischen Engagement, sind Politiker, sie sind nicht engagierte Bürger, sind Politiker, das heißt auch Politikerinnen. Das heißt, sie können sich in ihrem politischen Engagement auch nicht darauf beschränken, zu sagen, ich habe eine Überzeugung und kämpfe für die. Sie müssen in gewisser Weise listig und politisch werden. Sie müssen die Geschmeidigkeit der zweiten Ordnung für ihr eigenes politisches Leben weiter kultivieren. Sie müssen, und das ist sozusagen ein Pointe, den mir die New York Times leider vor zwei Wochen schon weggenommen hatte, da hatte ich sie schon aufgeschrieben, versuchen, auf moralisches Oberwasser zu verzichten. Michelle Obama, if they go low, we go high. Das war vielleicht eine falsche Idee. Ja, vielleicht gehen wir auch mal low ab und zu. Wenn die Analoge, wir müssen etwas darüber nachdenken. Das ist riskant, das ist vielleicht auch manchmal strategisch falsch, aber man muss darüber nachdenken. Was es nicht geben kann, ist in gewisser Weise eine moralische, bürgerliche Überlegenheitsgeste gegenüber schmutzigen politischen Methoden. Was es nur geben kann, sind bessere politische Methoden. Das heißt, wir brauchen so etwas wie eine Kunst der politischen List. Wir brauchen zugleich so etwas wie ein Verbot eines Kurzschlusses von der Wichtigkeit einer Frage zu ihrer normativen Anbindung. Ich würde sagen, also das ist ja so wichtig, das halte ich jetzt für unveränderbar und unverhandelbar. Wir brauchen auch wahrscheinlich so etwas wie Distanzierung, auch emotionale Distanzierung zu Anliegen, die wir selbst für besonders wichtig halten. Und wir brauchen wirklich eine fundamentale vielleicht Diskussion oder jedenfalls Reflexion darüber, in welchen politischen Konstellationen strategische Reaktionen auf fundamentale Herausforderungen, listige, reflektierte, besser erscheinen, als die Auseinandersetzung weiterzubringen. Und wir brauchen schließlich, und das war der letzte Punkt, damit schließe ich nochmal gerne an das, was Frau Deutloff auch gesagt hat, wir brauchen in der Tat politische Bildung, aber politische Bildung muss halt auch irgendwie anders aussehen. Politische Bildung muss etwas zu tun haben, nicht nur mit Strategien, nicht nur mit sagen, Prinzipien und der Frage, warum eine Demokratie so eine schöne Sache ist. Sie muss auch gerade etwas damit zu tun haben, zu fragen, wie man Demokratie so praktiziert, dass man am Ende dann vielleicht die Sache auch gewinnt. Vielen Dank.